So, hallo und herzlich willkommen bei Gabel zu Gabel. Mein Name ist Sebastian Zantop, ich bin Küchenmeister aus Kloppenburg und wir sind heute, der eine oder andere mag es kennen, bei Meet You in Oldenburg. Und wenn wir von Meet You reden, hol ich mal unseren lieben Danny dazu und der wird euch dann zwei Sachen dazu sagen. Moin, grüß euch. Ja, ich bin Danny, bin hier Leiter der Grillschule und wir machen hier am Standort in Oldenburg machen wir hier Grillkurse. Letztendlich bieten wir das gleiche natürlich auch drinnen an, also Kochkurse. Ja, läuft sehr gut und wir werden heute ja unser Dry-Age-Fleisch vorbereiten. Dann erklär mal, was haben wir denn Schönes an Fleisch? Ja, hier haben wir schon mal unser schönes Dry-Age-Filet. In dem Fall ist es jetzt 6 Wochen gereift. Das werden wir dann gleich schön auf eure Grillplatte einmal zubereiten. Wir werden das als einen kleinen Surf and Turf machen. Dazu werden wir dann schön sortierte Kirschtomaten mit Black Tiger Garnelen, Pinienkerne und Petersilie. Das werden wir mit Sojasauce ablöschen. So ein bisschen asiatisch angehaucht. Ja, jetzt nehmen wir unser Fleisch, schneiden das jetzt dann. Dann kommt Salz direkt da drauf. Hoch erhitzbares Rapsöl in die Pfanne hinein. Dann wird es schön scharf von beiden Seiten angebraten. Danach lassen wir es dann indirekt ziehen, dass es auf Kerntemperatur kommt. Dazu in der Beilage machen wir unsere sautierten Black Tiger Garnelen. Dazu schneiden wir die Kirschtomaten klein, braten die Black Tiger Garnelen in der Pfanne an, geben unsere klein geschnittenen Kirschtomaten dazu, hacken Petersilie, packen sie dazu und dann als allerletztes die Pinienkerne. Das Ganze lassen wir ein bisschen in der Pfanne ziehen und löschen es dann mit Sojasauce ab. Du Danny, Meet You ist doch ein Projekt von dem Böser Goldschmaus. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir von Landwirten geführt sind. 52% der Anteile sind halt von Landwirten, die ihre Tiere auch hierher liefern und das Ganze natürlich auch sehr regional. Wir haben das so, dass im Durchschnitt die Tiere nicht weiter als 100 Kilometer entfernt kommen. Da setzen wir halt einfach drauf, Herkunft und Regionalität, die ziehen sich durch die ganze Firma. Und das ist dann hier halt natürlich auch so. Was uns natürlich auch noch auszeichnet, letztendlich bieten wir ja die Grillkurse hier an. Wir sind hier auf dem Schlachthof in dem alten Verwaltungsgebäude. Hier machen wir halt Grillkurse, auch in unserer Produktion. Letztendlich kann man da reingehen und sich wirklich alles einmal angucken, dass man da wirklich Führungen machen kann. Und das ist für uns ganz wichtig. Regional, Herkunft und Transparenz, das einfach zu zeigen. Das nenne ich mal von Gabel zu Gabel, ne? Richtig. Deswegen stehen wir zusammen hier, ne? Ja. So, jetzt gehen wir rüber zum Anrichten. Dafür nehmen wir uns schön Rucola. Dann nehmen wir unser Fleisch, machen einen kleinen Schrägschnitt. Wow, schaut euch das mal an. Da versteht jemand sein Handwerk, mein Freund. Ja, für viele ist ja immer so Temperatur eigentlich das Entscheidendste, ne? Weil welche Temperatur soll ich denn grillen? Also hier haben wir jetzt so die 58 Grad Kerntemperatur. Das wäre dann so medium rare noch ein bisschen. Mag ich immer ganz gerne. Ein bisschen Pfeffer, ne? Den dann. Warum machst du es jetzt? Also warum machst du es im Nachhinein? Ja, Pfeffer ist ja letztendlich eine Beere und wenn ich sie vor dem Grillen drauf packe, wird es ein bisschen bitter, verbrennt dabei. Ja. Und du hast dann so einfach so Bitterstoffe, die natürlich dann den Steakgeschmack auch übertünchen. Da haben wir hier unsere sortierten Garnelen mit der Kirschtomate. Und für die Deko habe ich jetzt einfach mal so ein paar Kirschtomaten im Backofen mit ein bisschen Salz und Öl gebacken. So, das war's auch schon wieder. Vielen, vielen Dank an Meet You, vielen Dank an unseren lieben Danny, der mir hier zur Seite gestanden hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Gabel zu Gabel. Ich wünsche in erster Linie guten Appetit und viel, viel Spaß beim Nachgucken. Bis bald. Ciao.